zurück. Ich begrüße euch hier, WUGLP, wieder am Start bei GTA 5 Online. Heute habe ich wieder zwei kleine Sachen für euch. Und zwar eine Secret Location, wie cool reinkommt. Und ein Wall Breach, da wo ihr auch cool reinkommt. Und alles easy peasy, ohne großartige Anforderungen oder andere Sachen. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier, ohne lange rumzuschnacken. Für die erste Sache brauchen wir erstmal ein Moped. So, da holen wir uns mein persönliches Fahrzeug. Mal hier gucken, wo habe ich das? Da könnt ihr am besten eine Barty nehmen. Nehmt ihr eine Barty, die ist ganz gut. Ob ihr die Barty RR nehmt oder eine normale Barty, ist euch überlassen. Ich habe das mit einer Barty ausprobiert und die ist ganz optimal und passt gut dafür. So. Wenn ihr die dann habt, die Party, laufen wir erstmal hin, ganz entspannt. Gucken, wo steht das Moped? Da steht das Moped. So, als nächstes müsst ihr hier hinten zum Strand fahren. Und zwar wo genau, zeige ich euch auch gleich. So, dann mache ich erstmal die Mucke hier aus. Geht auf den Sack. So, dann tungeln wir mal dahin. Muss natürlich wieder regnen, ne? Immer wenn ich Aufnahmen mache, regnet es. Oh, das ist dunkel. So ein Mist. Echt. So. Ohne Unfall, wenn es geht. Und dann zeige ich euch das mal. Zack. Und zwar müsst ihr hier hinten am Strand. Geht mal weg hier. Zu diesem komischen Denkmal fahren oder was auch immer das sein soll hier. Auch wenn wir zu diesem großen braun Gedönsding hier. Keine Ahnung, was das ist. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist am Strand. Das ist hier hinten. Und die Markierung mal weg. Das ist hier hinten bei mir auf der Karte. Kennt ihr eigentlich alle. Und dann müsst ihr nicht viel tun, außer ein bisschen Anlauf nehmen mit dem Moped und einfach mal hier so reinballern. Warten, bis ihr runterrutschen tut, wenn das jetzt mal klappt. Und zack. Seid ihr in diesem Denkmal drinne. So, jetzt machen wir mal eins. Gehen wir mal aus dem Passivmodus raus, weil ich bin im Passivmodus, weil ich einen Bock hatte, dass mir jetzt irgendeine stören tut hier. Dabei nervt auch allgemein. Warten wir mal kurz. Und wenn ihr hier drinne seid, könnt ihr Rambazamba machen. Ohne, dass ihr gesehen werdet von den Bullen oder sonst was. Oh, gehen wir hier auch nochmal. Ey, bleibt mal stehen hier. So. Könnt ihr natürlich hier richtig Action machen. Die Bullen sehen euch nicht. Das heißt, ihr habt hiermit auch eine leichte, heißt eine leichte, einfach easy, könnt ihr RP sammeln. Ihr stellt euch hier drin rein, macht 5 Sterne voll, wartet, bis die 5 Sterne weg sind und habt 500 RP gewonnen. Und das sagen wir mal so in 5 Minuten. 500 RP ist ganz cool. Dann können wir hier nochmal. Da noch ein bisschen Rambazamba machen, nochmal hier. Zack. Soll ich euch mal zeigen, dass die Bullen denn kommen, aber irgendwie wollen die nicht kommen. Warum weiß der Geier? Das weiß ich gerade auch nicht. Ärgert mich ein bisschen. Na komm, da vorne sind auch noch welche. Snacken wir die auch mal weg hier. Ach, voll daneben geschossen. So, den aber wegschießen hier. Den aber wegballern. Oh, da haben wir schon mal einen Stern. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. So, jetzt kommt schon mal ein Stern. Und das könnt ihr so lange machen, bis ihr 5 Sterne voll habt. Und dann, ups, voll daneben getroffen. Ja, im Schießen zielen bin ich nicht so der Meister. Aber hier ist jemand. Zack. Zack. Ach, bewegende Ziele sind für mich echt schwer. Ey, hallo? So. Jetzt warten wir, bis die Bullen mal ein bisschen ankommen da vorne. Jetzt kommen sie schon. Und dann seht ihr, die könnten uns nämlich nicht, die Bullen. Kommen die auch nochmal jetzt irgendwann? So, machen wir mal hier. So, zack. Und so könnt ihr ganz easy echt LP sammeln auch. Ist alles recht einfach gemacht. So, ihr seht, die Bullen stehen jetzt hier. Mein Ego gehen. Und die sehen uns nicht. Wir haben 3 Sterne voll. Die sehen euch nicht.
Ihr könnt aber rausschießen. Und so könnt ihr euer AP sammeln. Ist ganz easy und ganz cool gemacht. Wie gesagt, ihr braucht dafür keine großen Anforderungen. Das Einzige, was ihr braucht, ist euer Moped. Und dann sage ich gleich mal im Voraus, wenn ihr das macht, fuckt bitte keine anderen Spieler ab. Macht von mir aus hier euer RP sammeln oder eure Freunde ein bisschen trollen und sagt, ciao, such mich mal und die finden euch nicht. Und dann macht das auch ganz viel Spaß. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Part. Tschüss. So Leute, und da sind wir wieder. Und für das nächste, für die Secret Location, die ich euch jetzt zeigen möchte, müsst ihr auch nicht viel machen. Und zwar müsst ihr für nur einmal auf Online gehen, auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt. Dann geht auf Gegnermodus und ihr geht auf die Mission Schlitzer. So, jetzt gucken wir mal, wo die sind hier. Und dann nehmt ihr Schlitzer 1. Weil das ist nämlich die Mission im Schlachthaus. Genau, ihr habt richtig gehört. Wir nehmen jetzt die Mission im Schlachthaus und da benutzen wir einen Trick, dass wir halt in die Secret Location reinkommen und zwar in das Schlachthaus. Ist perfekt. Wir müssen eh der Horst sein. Ist optimal. Da ladet ihr jetzt welche ein. Entweder ein Freund von euch oder einfach irgendeinen x-beliebigen. Das ist egal. Und dann schauen wir jetzt mal. Dann machen wir jetzt einfach mal hier offen. Gut, da haben wir jetzt keinen. Dann machen wir einfach einen Schnellstart. Und ich würde sagen, bis es hier lädt, mache ich einen kurzen Cut. Und wenn wir drin sind, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute. Und wenn ihr da einen gefunden habt, mit dem ihr das machen könnt. Ich habe jetzt auf Schnellstart gemacht, habe einen gefunden. Dann macht ihr einfach Spiel starten. Mehr müsst ihr dafür nicht tun. Und dann wartet ihr einfach, bis ihr das Spiel macht. Ist egal, wen ihr nehmt hier. So, jetzt gucken wir, dass der andere auch annimmt hier. Das ist egal, welches Auto ihr dafür nehmt. Das ist wirklich total egal. Weil ihr müsst nämlich jetzt wieder den Job verlassen. Eigentlich ganz einfach. Wie es funktioniert, wisst ihr ja. Handy aufmachen, Job verlassen. So, dafür tingeln wir also einfach mal so ein bisschen umlaufen hier. Handy öffnen. Und Job verlassen. So. Und wenn ihr es verlassen tut, spawnt ihr gleich direkt am der Fleischerei. An dem Metzgerhaus da oder dem Metzger-Frachthaus oder was das auch immer sein soll. Da, wo wir gerade drinnen waren, gleich verlassen, weil das ist nämlich deswegen auch wichtig, dass das Spiel sich alles merkt, wie Stühle, Tische, Pipapo, alles was da drin ist. Und ihr werdet sehen, wir werden gleich wieder dort spawnen in der Nähe. Und dann ist es eigentlich von dort aus echt einfach. So. Ihr steigt einfach jetzt mal ab hier. Hör auf zu quasseln. Dann laufen wir hier rein. Sind wir jetzt hier auch wirklich richtig? Ja, doch. Müsste hier sein. Oder bin ich jetzt gerade einfach nur blind? Ne, das ist schon hier. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch. Weil letztes Mal hat er mich woanders gespawnt. Jetzt müssen wir mal dahin laufen zu der einen Stelle. Und dann kann ich euch das zeigen, wie es weitergeht. Also bis gleich, Leute. So, und wenn ihr das gefunden habt, das ist auf der Karte ganz einfach. Er war bloß bei mir, hat er mir einen falschen Spawnpunkt rausgeschmissen. Ist nicht so weiter schlimm. Jetzt zeige ich euch, wo das ist. Das ist hier vorne, der Eingang. Also auf der Karte hier vorne. Die Straße. Da geht ihr einfach durch diesen Eingang durch hier. Geht hier vorne aufs Dach hoch. Die Leiter da hoch einfach. Dann hier hoch. Stellt euch hier auf diesen Dachsims. Oder Dachschräge. Und dann kommt's. Ihr müsst einen Job annehmen. Von Simeon oder Martin oder von Lester, wenn ihr den auch habt. Wir machen jetzt einfach mal von Martin einen Job anfordern. Und wenn der kommt, nehmen wir den einfach mal an
Und dann müssen wir den Job auch wieder abbrechen. Sobald wir in der Jobmaske sind, abbrechen. So, jetzt warten wir. So, da haben wir schon den Job bekommen von Martin. Den nehmen wir jetzt einfach mal an, den Job. Und sobald wir jetzt in die Jobmaske reinkommen, also das hier, beenden wir den ganzen Spaß einfach wieder. Das ist immer so 50-50 Chance, ob es klappt oder nicht jetzt. Werden wir gleich sehen. Ah, First Strike, gleich beim ersten Mal hat's geklappt. Und wie ihr seht, sind wir jetzt in der Fleischerei. Also in diesem Metzger, in die Fleischerei, aber im Metzgerhaus halt hier drinne. Und da könnt ihr euch komplett mal nach BX-Belieben alles angucken hier. Könnt ihr rumlaufen. Das, was ihr normalerweise nur in der Mission seht, könnt ihr hier drinne auch jetzt alles sehen. Und das am helllichten Tag. Ist, denke ich mal, auch eine coole Sache. Hier ist irgendwas drin, da könnt ihr leider nicht reinspringen. Hier wird irgendwas abgekocht. So wie es aussieht, ist es sehr giftig. Auf jeden Fall. Ein Totenkopf ist da drauf. Und ihr seht, ihr könnt hier überall komplett rumlaufen. Ihr seht, hier sind auch diese Schweinsköpfe. Schweinsköpfe sei schon hier. Kuhköpfe. Hier ein bisschen Zeug drin rum, Knochen, Fleisch oder sowas alles. Ja, ich will euch jetzt nicht alles zeigen, was ihr sehen könnt. Macht's einfach mal selber, schaut euch hier selber mal alleine um. Und habt Spaß daran auf jeden Fall. Ja, das war's für heute eigentlich jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch, bei allen fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einfach mal einen Daumen da nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt mir einen Kommi, wie es euch gefällt. Macht, was ihr wollt damit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ciao, ciao, euer Woogie.